So, ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil des Dreimal Platoon Special vom KFZVG. Wir begleiten nun den guten Everon 78 in seinen Keho. Wie schon in Video 1 und Video 2 angemerkt, lasse ich jetzt die freie Kamera weg. Wir sehen genau das, was der Spieler gesehen hat. Ja, Malinowka, wir haben an sich eigentlich das wesentlich bessere Team, aber wir müssen das Gebiet sichern. Denkt an eure Ausbildung. ungünstig. Kurze Absprache im Teamspeak. Wir fahren alle drei rechts rüber zur Flanke. Ich wusste gar nicht, wie fix der kleine Japaner ist. Sicher auch zum ersten Mal. So. Muss mindestens 425 Schaden machen. Finde ich für einen Light Tank auf Stufe 4 ein bisschen sehr viel. Da zum Beispiel der TD Hetzer, wie ihr im Video 2 sehen könnt, wesentlich weniger Schaden machen muss, um eine halbwegs gute WN8 hinzulegen. Das war der erste Gruß von der Arti. Nett im Kommen. Naja, mehr oder weniger. So, T28. Schöner Schuss. Sehr schön gemacht. Keine Ziele mehr. Der T1 Heavy taucht auf. Ein bisschen rangepirscht. Panzer 4H. Er ging nicht durch. Der ging auch nicht durch. Das war der zweite Gruß von der Arti. Der ging durch. Wir haben weiterhin Panzer 38 und T1 Heavy auf der rechten Seite. Panzer 38. Super gemacht. Ah, zieht er sich zurück. Ich mach kurz die Karte auf. KV-1S, Churchill und KV-1 kommen langsam in die linke Flanke gedrückt. Unser Team ist viel zu passiv an sich. Gut, wir mit unseren Vierern haben uns zurückgehalten. Das können wir uns aber auch nicht vorwerfen. 568 Schaden. Nicht schlecht. Hätte ich den kleinen Japaner nicht zugetraut. KV-1 ist ausgerottet worden. So, Panzer 1C, Hooligan taucht auf. Bin mal gespannt, wann sie dieses utopische, alles durchschlagen oder fast alles durchschlagene MG endlich mal entfernen. Der Panzer nervt nur, T28. Ah, fährt zurück. Churchill ist da immer noch. T1 Heavy hat es zerlegt. Ei. Ati ist da. Ja. Chinookai verhält sich ein bisschen. Oh. Churchill. Rückwärtsgang eingelegt. Erstmal ein bisschen Deckung suchen. Churchill 3 in Base. Beziehungsweise Base Nähe immer noch. Und das war der Hetzer. Heat, 10,5er Kanone drauf, aber ein richtig geiles Spiel von Everon. Ah, da hat er auf mich geschaltet. Da habe ich den Churchill erlegt.
zweiter Kill in dem Spiel. Ja, gut. Da haben wir schon eingesehen gehabt, dass die Flanke überrannt wird. Also langsam Richtung Base Dev orientieren. Panzer 1C. Ja, greift die Arti an. Der ging daneben. Und das war sein Munitionslager. KV-1S bewegt sich Richtung Cap. Hm. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Position, ich dachte, sie wäre nicht schlecht, aber ich habe sie bereut. Hetzer taucht auf, T28. Ich konzentriere mich auf den Hetzer. Ich wollte den unbedingt haben. Verbrat ihn auch, zwei Schüsse. Entschuldigung. Ah, der erste Nieser beim Live-Kommentar und da zerlegt es mich. Aufgedeckt durch den T28. Monster Gold. Ja, schöner Name für den KV-1S. So. Unser letzter Überlebender, Kongmann, hat jetzt den T28 gekillt. Basis wird gekappt. T46 taucht auf. Gut getroffen. Ja, der ging daneben. Abpraller. Und zerlegt. Ja, KV-1S weiterhin im Cap. VK bisher nicht im Spiel aufgetaucht. Bishop auch nicht aufgetaucht. Und der Arm X auch nicht. VK verkriecht sich hinter den Häusern. Angriff. Wir hatten im TS beschlossen, dass er wenigstens versuchen soll, einmal den Cap zu resetten. Ja, ja, VK, Bot, klar. Dass da bisher nicht viel gekommen ist, das haben wir alle auch so gesehen. Ohne dass man den eigenen Teamkameraden davon haut. Und jetzt kommt wieder die lustige Aktion. KV-1S taucht auf, kommt endlich ins Aim rein und fährt nach vorne. Fährt aus dem Aim raus, Zeit läuft ab. M3 Lee war schon wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon gespottet, aber vorm Duell läuft die Zeit ab. So, ich hatte, oder beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem ersten Dreier Platoon und wir sehen uns bald wieder.